Das Wetter ist heute Bombe. Wir haben, glaube ich, irgendwas um die 16 Grad. Und ich habe mal wieder Lust, eine coole Abstimmung zu fahren. Also, geht's mal los. Ja, es handelt sich wieder um einen Nissan 370Z. Und wir gucken erstmal, was er kann. Übrigens sind das die neuen Nvidia Edelstahl geschnittenen Endrohre, ab sofort auch im Shop erhältlich. Ja, wir möchten euch mal wieder eine Nissan 370Z GT Edition zeigen. Diesmal allerdings mit einem Automatikgetriebe. Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Und deswegen gibt es ein neues Video. Was haben wir verbaut? Berg Sportcuts und die Nvidia Gimini Auspuffanlage. Software habe ich schon mal soweit vorbereitet. Wir haben noch keine Zeit gefahren. Das machen wir gleich. Und ich lasse mich mal überraschen. Bin gespannt. Ja, da sieht man mal wieder die GT Editions, egal ob Schalter oder Automatik, die laufen gut. Also wir haben fast vollen Tank, der ist jetzt ein bisschen über drei Viertel voll. Wir haben schwere Felgen drauf. Wir haben 15 Grad Außentemperatur gerade. Das ist echt richtig gute Zeit. Der Fiat hat richtig gut gezogen jetzt. Ich bin wieder zufrieden, denn dieser Nissan 370Z GT Edition Automatikgetriebe hat sage und schreibe 353 PS und ein maximales Drehmoment von 395 Newtonmeter bei 4900 Umdrehungen. Und das hat sich natürlich auch in der recht positiven Zeit widergespiegelt. Bei den geringen Modifikationen, möchte ich sagen, ist das ein sehr tolles Ergebnis. Und der Kunde wird sich sicherlich richtig freuen, dass er jetzt auch einen legalen Auspuff hat. Habe ich noch gar nicht erzählt, oder? Was der für einen Auspuff hatte vorher. Ich habe das jetzt schon bestimmt dreimal gesehen, drei oder viermal. Und zwar, ich sage mal so, das 5-Cent-Tuning. Und zwar wurde einfach zwischen Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer statt einer Dichtung eine Schraube zwischengelegt, eine Mutter zwischengelegt, um die Abgase halt vor dem Endschalldämpfer abzuführen und dann natürlich den Auspuffklang zu optimieren. Ja, zusätzlich wurde auch noch der Endschalldämpfer aufgeschnitten und verändert, ich habe keine Ahnung. Also es ist einfach nur laut gewesen. Jetzt ist er kernig und hat auch noch Leistung und das finde ich ganz toll. Und ich hoffe, ja, euch hat das Video wieder Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Das Ergebnis ist schön. Da bin ich immer sehr zufrieden. Und ich verbleibe dann bis zum nächsten, was auch schon in der Mache ist. Also die Umbauten geben hier wieder, wir geben wieder volles Rohr Gas. Und von daher verbleibe ich bis zum nächsten. Liken, teilen, kommentieren nicht vergessen. Bis dahin, euer Tino. It's dark down below.